Mein Name ist Reinhard Bauer. Ich komme von der Pädagogischen Hochschule Wien, leite dort das Institut für Berufsbildung, jetzt seit 2 Jahren, seit September 2019. Und vielleicht ganz kurz, damit Sie auch eine Idee haben, warum ich hier überhaupt als Referierender bin. Ich habe von 2007 bis 2019 ein Masterstudium an der Donau-Universität Krems gemacht, ja, und war dort einer der ersten, oder glaube ich auch so ein bisschen Versuchskaninchen, kann man sagen. Wir haben ein begleitet, oder hatten ein begleitendes E-Portfolio zu erstellen. Das wurde mit Mahara erstellt. Ich habe dann eine Stelle an der Donau-Universität Krems angenommen. Von 2009 bis 2011 war ich dort und war am Department für Bildungstechnologie. Und wir haben uns ganz intensiv mit Portfolioarbeit beschäftigt. Gemeinsam mit Peter Baumgartner habe ich mich dann noch mehr in diese Thematik vertieft. Habe zwischendurch immer wieder in meinen Lehrveranstaltungen mit Portfolios gearbeitet. Nutze sie jetzt auch noch. Ich habe eine Lehrveranstaltung im Verbundstudium mit der Universität Wien am Institut für Informatik. Dort arbeiten wir nicht mehr, wie ich lange Zeit das gemacht habe, mit Mahara, sondern dort erstellen die Studierenden Portfolios mit einem Wiki. Also es gibt eine Plattform, die nennt sich CWebs, quasi im Hintergrund ein Wiki. Dazu werden wir dann später noch etwas sagen. Oder beziehungsweise Sie werden das dann sehen. Ja, und seit 2018 beschäftige ich mich quasi nicht mehr so intensiv mit all dem, was sich inzwischen tut in Bezug auf elektronische Portfolios. 2018 war für mich so ein finaler oder ein wichtiger Punkt. Da haben wir ein EU-Projekt abgeschlossen, das Projekt Prepare, wo es darum ging, wie man mit Video und Portfolio quasi die Reflexionskompetenz von Studierenden, Lehramtsstudierenden steigern kann. Aber ich darf jetzt an meine Kolleginnen weitergeben. Ja, hallo, guten Tag, Elena Brinkmann. Bin selber am E-Learning Office tätig des Studiendekanats der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Hahne-Universität und ja, bin dort mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Also unter anderem beschäftige ich mich, also E-Portfolios sind ein Themenbereich, mit dem ich mich beschäftige, aber grundsätzlich beschäftige ich mich ja mit E-Learning, mache Schulungen, Beratung, Workshops. Ein weiteres Themengebiet sind die Prüfungen. Dann beschäftige ich mich mit mediendidaktischen Fragestellungen, also wie man Lernsysteme mediendidaktisch ja, umsetzen kann. Insbesondere haben wir im Blickfeld auch die Barrierefreiheit, also wie Lernangebote möglichst barrierefrei oder barrierearm gestaltet werden können. Und in dem Zusammenhang spielt natürlich auch das Thema Usability eine ganz, ganz wichtige Rolle. Darüber hinaus mache ich halt nicht nur ja, den E-Learning-Beratungsbereich, sondern bin irgendwie auch zuständig für den E-Learning-Förderfonds. Das heißt, wir fördern, also wir haben eine Förderung für E-Learning-Projekte, um halt E-Learning an der Hochschule auch weiter ja, sozusagen, ja, zu inspirieren und halt auch die Möglichkeit zu geben, dass halt E-Learning weiter ausgebaut wird. Ja, vielen Dank. Ich übergebe an Frau Unheim. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich aber umso mehr als Gastgeberin irgendwie, also für die Wiener Teilnehmerinnen dieses Workshops beziehungsweise für die Wiener Referentinnen dienen zu dürfen. Wir sind hier an der WU Wien. Reinhard Bauer ist ja eigentlich von der Pädagogischen Hochschule und freuen uns auch sehr, dass wir mal persönlich wieder zusammensitzen können, selbstverständlich nach 2,5G-Regel, also für uns sind die 3G gar nicht mehr streng genug. Zum Inhaltlichen, Herr Bauer und ich haben mehreres gemeinsam, unter anderem, dass wir beide mit Peter Baumgartner zusammengearbeitet haben. Man könnte ein bisschen sagen, ich bin eine Epigonin von Reinhard Bauer, denn als eines der ersten Dinge, die mir an der Donau-Uni überreicht wurden, wo ich dann gearbeitet habe, gehörte die Schaufenster des Lernens.
Ich habe an der Donau-Uni in zwei e-Portfolio-Projekten gearbeitet. Das war einerseits Eufolio, wo wir e-Portfolios in unterschiedlichste europäische Klassenzimmer gebracht haben, also an Schulen, vor allem untere Sekundarstufe, und andererseits Europortfolio, ein Netzwerk, wo wir e-Portfolio-Experten und Praktikerinnen vernetzt haben. Auch das wäre schön, wenn das wieder mal aufleben würde. Mittlerweile bin ich sehr gern am wunderschönen Campus der WU Wien und dort Mitarbeiterin der Digital Teaching Services, mache unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel bin ich sehr froh, dass ich die Frau Brinkmann hier wieder sehe, denn Elena Brinkmann und ich haben über fast ein halbes Jahr in der Community Working Group des HFD am E-Portfolio-Kapitel des White Papers zu den Prüfungen, zu den digitalen Prüfungen des HFD gearbeitet. Ja, auch sonst habe ich ein recht breites Portfolio. Ich hätte sogar einen Ansatz eines E-Portfolios, das ist aber leider nicht sehr gepflegt, also werde ich es auch nicht herzeigen. Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen im Workshop arbeiten zu können. Sie werden von mir ein bisschen weniger hören, dafür habe ich die Tools rundherum aufgesetzt. Also das heißt, ich habe ein bisschen die Werkbänke sozusagen für uns hergerichtet. Jetzt freue ich mich noch von Frau Raske etwas zu hören. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Ja, Bianca Raske mein Name. Ich bin ganz kurzfristig über die Frau Brinkmann zu dieser Veranstaltung gekommen, freue mich daher umso mehr, dass das so problemlos funktioniert hat. Ich bin von Haus aus psychologische Psychotherapeutin und schon seit vielen Jahren an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf im Bereich Kommunikations- und Feedback-Training. Und seit Mitte 2018 betreue ich auch das von Frau Brinkmann schon angesprochene E-Portfolio, was wir halt curricular komplett einsetzen möchten, und bin auch im Bereich E-Learning unterwegs, gerade im Umgang mit Feedback-Einheiten. Genau, und freue mich auch gleich, Ihnen da etwas genauer zu berichten zu können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich darf gleich weitermachen. Und zwar ganz wichtig, was ich immer wieder gemerkt habe, wenn man sich über Portfolios bzw. E-Portfolios austauscht, ist, was jede einzelne von uns darunter versteht. Also ich kann nur berichten, an unserer Hochschule sind Portfolios bzw. E-Portfolios in den Curricula verortet, also als Leistungsüberprüfung. Allerdings, wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen spreche, merke ich immer wieder ganz stark, wie unterschiedlich doch das Verständnis von Portfolio ist, was ein Portfolio sein soll, kann, muss, beziehungsweise was ein Portfolio eventuell nicht ist. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Workshop eine Standarddefinition herausgesucht, die ich einfach wirklich sehr treffend finde, von Veronika Horn und Brehauser aus dem Jahr 2007. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen da diesen kurzen Auszug vorlese. Also was ist jetzt wirklich ein elektronisches Portfolio? Eine digitale Sammlung von mit geschickt gemachten Arbeiten, also diese Artefakte, wird vor allem im Kontext von Mahara immer wieder verwendet, der Ausdruck. Einer Person, die dadurch das Produkt, sprich ihre Lernergebnisse und den Prozess, Lernpfad, Wachstum seiner Kompetenzentwicklung in einer bestimmten Zeitspanne für bestimmte Zwecke dokumentiert und veranschaulichen möchte. Die betreffende Person hat die Auswahl der Artefakte selbstständig getroffen und diese in Bezug auf das Lernziel selbst organisiert. Sie eher hat als Eigentümerin die komplette Kontrolle darüber, wer wann und wie viel Information aus dem Portfolio einsehen darf. Ich denke mir, diese Definition zeigt schon ganz klar, in welche Richtung E-Portfolio-Arbeit geht, zumindest aus meiner Perspektive. Für mich ist und war es immer wichtig, also auch als User, als Lernender, aber auch als Lehrender, dass das Portfolio quasi einen Besitzer, eine Besitzerin hat und dies oder diese darüber die volle Kontrolle hat. Das heißt, als Lerner muss ich einfach selber entscheiden können, wem ich was wie lange
zur Ansicht freigebe, wer mir Feedback geben darf und so weiter. Also das ist für mich jetzt wirklich einmal so die Grunddefinition, Standarddefinition. Und von der wir hier auch sprechen, quasi unsere Arbeitsdefinition. Als Ausgangspunkt für den Workshop ist wirklich, also wir sind, glaube ich, uns alle einig, dass E-Portfolios eine Möglichkeit darstellen, um wirklich Wissens- und Handlungskompetenzen entsprechend darzustellen. Dazu sind für André und für mich jetzt einfach zwei Fragen ganz wesentlich gewesen. Also welche Rolle können E-Portfolios bei der Umsetzung von kompetenzorientierten Lernen im Rahmen der Hochschullehre spielen? Und die zweite, wie kann E-Portfolio-Arbeit als Instrument der Leistungsbewertung genutzt werden, um ein breites Band an Wissens- und Handlungskompetenzen zu dokumentieren? Also das trifft sich jetzt sehr gut mit dem, was Sie oder was André jetzt gerade vorgelesen hat, was Ihre Erwartungen sind. Es wurde auch schon angesprochen und ich will Sie hier nicht jetzt überfallen oder überfordern mit zu komplexen Informationen zu dieser Mustersprache, zu einem Buch, das ich schon jetzt fast 10 Jahre hier gemeinsam mit Peter Baumgartner verfasst habe, ausgehend von einem Forschungsprojekt für das österreichische Ministerium, also Wissenschaftsministerium, wo es darum ging, E-Portfolios an österreichischen Hochschulen zu implementieren. Von diesem Bericht ausgehend haben wir uns dann noch einmal auf die Suche gemacht und haben sehr ganz viele Portfolios und E-Portfolios angeschaut und auch andere Portfolios, Print-Portfolios angesehen und geschaut, welche Muster, sage ich, lassen sich hier finden. Ganz wichtig, damit Sie verstehen, wenn ich jetzt von Mustern spreche, meine ich damit jetzt nicht quasi Muster im Sinne von Templates oder Vorlagen, nach denen ich jetzt vorgehe und meine Arbeiten dokumentiere, reflektiere und so weiter, sondern Muster ist hier gedacht als ein Konzept, wo ich immer von einer Problemstellung ausgehe und eine Lösung suche. Wichtig ist hier, dass das Ganze eingebettet ist in einen bestimmten Kontext. Und was heute auch schon jetzt das Wort gefallen ist, Stolpersteine oder quasi diese Forces, die zwischen Problem und Lösung liegen, dass die auch ganz wichtig sind, immer zu beachten, beziehungsweise dass dann der Einsatz eines Musters einfach auch wieder zu entsprechenden Konsequenzen führt. Das heißt, es ist eigentlich nie abgeschlossen. Was Sie hier sehen, ist diese Mustersprache, die Peter Baumgartner und ich entwickelt haben, wo wir versucht haben, 38 Handlungsmuster im Kontext der E-Portfolio-Arbeit zu beschreiben. Ich darf Ihnen nur ganz kurz oder Sie jetzt da durchführen. Also Sie sehen zunächst einmal ganz wichtig, dass ich entscheiden muss, welche Art von Portfolio ich oder wofür ich mich jetzt entscheide. Ist es ein reines Reflexionsportfolio, ein Entwicklungsportfolio oder ein Präsentationsportfolio oder ist es sind alle drei Portfoliotypen gemeinsam gemeint oder möchte ich damit arbeiten? Dann ganz wichtig auch, wie ist die Portfolioarbeit organisiert in der Lehrveranstaltung oder im Modul? Dann ganz wichtig für uns haben wir gesehen, dass die Motivation eine große Rolle spielt. Also quasi, was sind Pflichtteile, die Studierenden zu erledigen haben? Was ist dann die Kür? Wie geht man damit um? Und dann kommt eigentlich der Hauptteil dessen, was wir oder ich ja schon angesprochen habe, also und auch von dieser Standarddefinition ausgehend, dass die Portfolios ja im Besitz der Studierenden sind. Und wenn man sich das hier anschaut, haben wir Muster gesucht, also ihr übergeordnetes Muster, mein persönliches Lernarchiv, also wo es wirklich geht so um diese reflexiven Muster, individuellen Muster, ja, dann mein Spiegel, ganz klar, wo ich mich mit dem, was ich gesammelt habe, Sie alle wissen ja im Hintergrund, woraus Portfolios bestehen, also dass da quasi die Dokumentation da ist und dass ich dann entsprechende Artefakte auswähle, die ich mir näher anschaue und diese reflektiere. Und da spielt natürlich jetzt auch meine Umgebung eine große Rolle, sprich meine Peers, meine Mitstudierenden beziehungsweise auch die Lehrenden oder Personen, denen ich mein Portfolio freigebe. Also es ist ein komplexer Zusammenhang. Wir haben uns quasi mit drei Mustern beschäftigt und ich darf Ihnen das hier noch einmal
kurz in dieser Folie zeigen. Also rechts sehen Sie eben dieses sogenannte Stapelfenster, also das Reflexionsportfolio, wo es wirklich darum geht, retrospektiv sich mit dem Gesammelten bzw. Ausgewählten auseinanderzusetzen. Das Entwicklungsportfolio, wo es auch darum geht, sich mit Artefakten auseinanderzusetzen, mit Lernergebnissen, mit den persönlichen, individuellen Lernergebnissen auseinanderzusetzen, aber schon mit einem Blick in die Zukunft. Und dann das Präsentationsportfolio, wo ich einen bestimmten Status quo meines Lernens darstelle oder präsentiere. Wenn wir von Reflexions- oder Bildungsportfolio sprechen, also das sind jetzt wirklich die Grundtypen. Also Peter Baumgartner hat in diesem Projekt für das Ministerium eine ganze Taxonomie erstellt. Wir haben jetzt für den heutigen Workshop einfach das rausgenommen, wo wir einen großen Bezug sehen zum Assessment-Portfolio. Zunächst einmal Lernportfolio auf der einen Seite, wo ich mein eigenes Wissen dokumentiere, reflektiere. Hier kann ich dann wieder unterscheiden, sollte das jetzt ein Lernproduktportfolio, also summative Bewertung, Beurteilung, oder ist es ein Prozessportfolio, wo es eben um formatives Bewerten geht, beziehungsweise das Beurteilungsportfolio, wirklich das tatsächliche Assessment-Portfolio, beziehungsweise, was Herr Mühlmann schon angesprochen hat, wenn ich quasi ein Modul mit einem Portfolio oder einen ganzen Studiengang mit einem Portfolio begleite. Vielleicht hier auch zur Information, es gibt ja unterschiedliche Modelle oder wie ich Formen, wie ich Portfolioarbeit implementieren kann. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie zum Beispiel, Sie werden das vielleicht kennen von Erpenbeck, also ein Modell, wie man mit E-Learning umgehen kann in der Lehre. Wir haben das quasi für uns als Basis genommen und uns dann überlegt, wie kann man jetzt diese Portfolioarbeit wirklich in eine Lehrveranstaltung bringen. Zunächst einmal, oben heißt es hier Einheitsmodell, das heißt, da stand wirklich die Portfolioarbeit im Mittelpunkt. Die Studierenden wurden in das entsprechende Tool eingeführt, sei es jetzt Mahara, sei es Wiki, WordPress und so weiter und so fort. Das lasse ich jetzt einmal offen. Dann ging es um die selbstorganisierten Lernphasen, also immer wieder die Einzelperson, die sich mit dem Portfolio beschäftigt, Artefakte sammelt und Artefakte kommentiert bzw. reflektiert. Dann haben wir immer, oder ich habe das auch in meiner Lehre so gemacht, Lerntandems gebildet, wo quasi dieser Peer-Austausch eine große Rolle spielt. Und dann bei den Peer-Conferencings, wo ich noch darauf zu sprechen komme, wurde in Lerngruppen gearbeitet. Und zum Schluss wurde dann quasi ein Portfolio, das Endergebnis präsentiert. Es ganz wichtig war wirklich immer diese Interaktion mit den anderen. Also mir ist es immer darum gegangen, dass die Studierenden verstehen, dass quasi ein Portfolio auf jeden Fall auch einen reflexiven Anteil haben muss, meiner Meinung nach. Unabhängig davon, ob ich zum Schluss in einer Lehrveranstaltung oder in einem Modul einfach nur das präsentiere, wo ich finde, dass man meinen Kompetenzzuwachs am besten sieht. Aber auf jeden Fall hängt das immer auch ganz stark zusammen mit einem reflexiven Moment. Hier haben Sie das Beispiel einer Musterbeschreibung, so wie wir das im Buch umgesetzt haben. Ich würde das jetzt so nicht mehr machen. Ich habe heute mit Andrea schon darüber gesprochen, weil es einfach zu textlastig ist. Also wir haben da wirklich versucht, den Kontext zu definieren, dann das Problem zu formulieren, identifizieren, dann die Stolpersteine aufzuzeigen und dann auch darüber festzuhalten, wie könnte die Lösung ausschauen und dann eine ganz detaillierte Beschreibung dieser Lösung. Und was ganz wichtig ist bei dieser Mustersprache, dass wir auch immer versucht haben, Beispiele zu finden. Ja, also dass man dann wirklich weiß, aha, wie ist das umgesetzt. Das waren ja, diese Muster sind sozusagen eine Sammlung von Erfahrungswissen. Und unsere Aufgabe war es einfach, diese Muster sichtbar zu machen. Hier ein Beispiel, weil das ja auch im Kontext des Assessment-Portfolios eine wesentliche Rolle spielt.
der Überarbeitungsprozess. In meinen Lehrveranstaltungen bin ich immer davon ausgegangen, dass die Studierenden quasi ihr Reflexionsportfolio und gleichzeitig auch eine Art Showcase-Portfolio parallel erstellen. Und irgendwann kam dann die Phase, wo einfach ihre Peers auch heran, oder die, wie wir es da genannt haben im Buch, meine Freundinnen, ja, herangezogen wurden, auf die man, denen hat man das Portfolio dann freigegeben, und die wurden aufgefordert, zu bestimmten Aspekten auch Rückmeldung zu geben. Der Grund, warum ich finde, dass dieses Überarbeiten oder dieser Überarbeitungsprozess ganz wesentlich ist, weil das auch schon angesprochen wurde jetzt im Dreiseiter, quasi das Portfolioarbeit natürlich für den Lehrenden oder die Lehrende sehr herausfordernd ist, weil durch dieses Rückmelden oder Feedback geben, wenn man hier nicht darauf achtet, wie stark man sich da einlässt auf die Portfolios, man natürlich relativ bald einmal überfordert ist. Also wenn ich habe jetzt, ich kann Ihnen ein Beispiel geben, ich habe auch in der Schule, wo ich unterrichtet habe, mit allen meinen Schülern Portfolioarbeit gemacht, und ich hatte dann oft 120 Portfolios, die auf Feedback und Rückmeldung gewartet haben, und da habe ich gemerkt, das geht einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, ich kann das, ich muss einfach die Peers viel mehr einsetzen. Und die Peers hatten die Funktion, quasi mir schon einen Teil meiner Arbeit abzunehmen. Also das heißt, es war schon einmal eine erste Überarbeitungsschleife da und dann vielleicht eine zweite. Und zum Schluss habe ich dann ein Portfolio zur Bewertung bekommen, oder das Portfolio wurde präsentiert, und es haben sich schon mehrere Personen davor damit auseinandergesetzt. Aber ich werde Ihnen das dann an einem Beispiel noch genauer zeigen. Dann ein Muster, das für diesen Workshop jetzt ganz essentiell ist, das Muster beurteilen. Ja. Sie sehen hier auch, wie quasi jetzt diese Muster aufgebaut sind. Ich habe immer dieses Padlet von Problem und Lösung. Ja. Beurteilen heißt hier, also wenn ich das auch kurz vorlesen darf, wie können Lehrende die einzelnen Lehrveranstaltungen halten oder in einzelnen Modulen unterrichten, Studierende darin unterstützen, ihr E-Portfolio als eine Ganzheit, als eine Art Big Picture der persönlichen Kompetenzentwicklung zu sehen, als ein Instrument, das als Klammer in einem Studiengang fungiert. Das ist nämlich jetzt schon, oder da sprechen wir jetzt schon die große Herausforderung an, ja, also auch im Hinblick darauf, wo wir später dann noch diskutieren können, inwiefern oder kann ich E-Portfolio-Arbeit auch von den Studierenden verlangen, nur für einzelne Lehrveranstaltungen, und macht es doch mehr Sinn, das jetzt für einen ganzen Studiengang oder für ein Modul zu nutzen. Die Lösung ist einfach, ja, dass ich die Studierenden quasi auf ihrem Weg unterstütze und immer wieder entsprechend Rückmeldung gebe. Ich will da jetzt nicht näher darauf eingehen. Wir haben, oder ich habe mich dazu entschlossen, Andrea wird es dann auch auf MetaMost posten. Ich habe Ihnen einen Auszug aus dem Buch gemacht zu diesen beiden Mustern, ja, also zum Muster überarbeiten bzw. zum Muster beurteilen. Aber Sie sehen, dass, wenn ich mich damit auseinandersetze, schon relativ viele Sachen zu berücksichtigen habe. Ich habe vorhin auch schon angesprochen, Pflichtkühe, wie gehe ich damit um, wenn Studierende zum Beispiel jetzt über das Ausmaß hinaus am Portfolio arbeiten, will ich das überhaupt, will ich das nicht? Wie kann ich zum Schluss das, was an Artefakten mir vorgelegt wird, als Showcase-Portfolio vorgelegt wird, wie kann ich das jetzt wirklich beurteilen und wie kann ich dann Rückschlüsse ziehen auf die Kompetenzen der Studierenden. Man sieht hier noch einmal zusammengefasst, also wirklich diesen Leistungsnachweis, also die unterschiedlichen Muster. Wichtig ist hier auch irgendwie immer zu, also im Hinterkopf zu haben, was sind meine Lehrziele, was sind dann die Lernziele der Studierenden und wie schaut es dann aus mit den Lernergebnissen. Sie haben hier nur noch einmal zusammengefasst, quasi das Zusammenspiel der unterschiedlichen Muster, die wir identifiziert haben. Ich möchte hier nur noch einmal zusammenfassen, was für mich, für meine Lehrveranstaltung und auch für dieses Pro-Seminar, wo ich Ihnen jetzt dann mein Lehrportfolio zeige, wichtig war, dass ich den Studierenden immer klar gemacht habe, dass es quasi für mich einfach nicht nur um das Lernprodukt gegangen ist in der Portfolioarbeit, sondern dass es für mich auch ganz wichtig war, den Lernweg zu erkennen. Also für mich war es wichtig
zu sehen, wo sind zum Beispiel Studierende gescheitert, wo sind sie stehen geblieben, was hat sie irritiert, denn meiner Meinung nach beginnt dort das Lernen. Und wenn Sie das in Journalen, Reflexionsjournalen festhalten und teilweise dann auch darauf einzelne oder daraus einzelne Aspekte rausnehmen, reflektieren und auch in Ihr Showcase-Portfolio oder Assessment-Portfolio überführen, war das für mich ganz wichtig, dass ich auch quasi die Entwicklung oder wirklich diese ja, die Kompetenzentwicklung besser sehen konnte. Dabei geholfen hat mir sicher auch, und Sie werden, Gerd Breuer wird Ihnen allen etwas sagen, er hat ein Buch veröffentlicht zur E-Portfolio-Arbeit. Und was ich ganz spannend gefunden habe, waren so seine Idee oder sein Modell der Primär- und Sekundärreflexion. Noch spannender finde ich, was er dieses Modell relativ gut dargelegt hat, wie sich quasi dieser Diskurs verändert. Also zunächst einmal bin ich als der Lernende oder die Lernende derjenige, der an seinem Portfolio arbeitet. Dann nehme ich meine Peers hinzu, also quasi halb öffentlich, ja. Diskurs und der öffentliche Diskurs ist dann, wenn ich wirklich mein Portfolio präsentiere, sei das jetzt meine Mitstudierenden oder seien das die Lehrenden. Hier auch noch einmal eine Darstellung, wie die Portfolioarbeit vonstatten gegangen ist. Ich habe versucht und die Studierenden in diese Überlegungen mit einzubeziehen, also damit sie irgendwie auch eine Idee bekommen haben, aha, wie baut sich jetzt diese Portfolioarbeit auf. Ich habe auch versucht, mit den Studierenden gemeinsam über die Bewertungsaspekte, Kriterien zu diskutieren und mit ihnen auch festzulegen, was ich dann als Lehrender mir ganz besonders in ihren Arbeiten ansehen soll. Habe dann das Modell, das ich Ihnen schon gezeigt habe, dann für mich noch einmal umgearbeitet für die Lehrveranstaltung, die ich Ihnen jetzt dann kurz zeigen möchte, also mein begleitendes Lehrportfolio. Also ich habe auch am Anfang, war für mich ganz wichtig, dass Sie eingeführt wurden in die Portfolioarbeit und die Technik, sage ich jetzt einmal, und dann diese selbstorganisierte Lernphase, die immer wieder auch von mir beziehungsweise von den Mitstudierenden begleitet wurde. Und zum Schluss gab es dann eine Präsentation. Die Präsentation hat großteils auch analog stattgefunden. Das heißt, die Studierenden haben von ihrem elektronischen Portfolio oder aus ihrem elektronischen Portfolio heraus eine Art Poster-Session vorbereitet. Und im Rahmen dieser Poster-Session haben sie dann entsprechende ich sage jetzt mal, ihre Lernergebnisse präsentiert, gab immer wieder die Möglichkeit, sich das in den entsprechenden elektronischen Portfolios anzusehen. Für die Bewertung war es für mich wichtig, eben wie ich schon gesagt habe, auch diesen Reflexionsprozess mit einzubeziehen. Da habe ich mich an den Kriterien von Gerd Breuer orientiert, der da einfach drei Qualitätsstufen definiert hat und aber dazu haben wir auch eine Aufgabe für Sie vorbereitet. Sie können sich dann damit noch ein bisschen besser auseinandersetzen. Wichtig war für mich hier natürlich auch immer quasi dieses Deep Learning unter Anführungszeichen, denn Sie werden, wenn Sie sich mit Portfolios beschäftigt haben, auch schon gelesen haben, dass natürlich oder mitbekommen haben, dass Studierende relativ bald auch durchschauen, was möchte der Lehrende, die Lehrende mit dem Portfolio bezwecken. Gerd Breuer hat hier dann in diesem Kontext oft davon gesprochen, dass dann sogenannte Hochglanzportfolios von den Studierenden erstellt werden. Das heißt, die haben durchschaut, was will der Vortragende oder die Vortragende von mir wissen. Das versuche ich dementsprechend hinzukriegen, darzustellen und dann kann ich erwarten, dass ich eine gute Note bekomme. Das lässt sich meiner Meinung nach relativ gut vermeiden, wenn man auch diesen Reflexionsprozess mit hineinnimmt in die Bewertung. Also da ging es mir dann nicht darum, dass ich jetzt das geheime Tagebuch, Reflexionstagebuch von den Studierenden beurteilen möchte oder wollte, sondern für mich war es nur wichtig zu sehen, wo dieser Weg, wie dieser Weg verlaufen, dieser Lernprozess verlaufen ist, also wo es wirklich
vielleicht einmal eine Sackgasse gab und wo dann wieder neu gestartet wurde und so weiter. Aber darüber möchte ich mich sehr gerne mit Ihnen auch austauschen. Einen Punkt, den ich ja auch schon angesprochen habe in Bezug auf dieses Überarbeiten. Ich habe hier eine Technik von sogenannten Writers Workshops der Muster-Community, Pattern-Community, der Softwareprogrammierer herangezogen. Es war so, dass ich in einer der letzten Einheiten, also wenn die Portfolios schon vorangeschritten waren, die Arbeit an den Portfolios, die Teilnehmerinnen gebeten habe, dann quasi sie mit den Peers zu teilen. Und die Peers hatten dann die Aufgabe, hier einfach Rückmeldung zu geben. Und die Studierenden konnten dann diese Rückmeldungen annehmen, das Feedback annehmen und noch einmal einarbeiten. Es gab dann sogenannte, also habe ich in Gruppen eingeteilt und dann gab es quasi diese Peer Conference, wo das Spezielle daran ist, dass die Studierenden dann jeweils ein Portfolio besprochen haben und der oder die Besitzerin dieses Portfolios sich quasi diese Diskussion, dieses Feedback-Gespräch nur an als unbeteiligte Person angehört hat. Wichtig dabei war oder wichtig an diesem Prozess ist einfach, dass es dann nicht darum ging, sich zu rechtfertigen, warum man etwas gemacht hat. Es ist dann einfach viel einfacher gewesen für die Studierenden hier, diese Rückmeldung anzunehmen. Also ich wollte auf jeden Fall vermeiden, dass sie dann gesagt haben, ich habe das jetzt so gemacht, weil, also darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, wirklich sich mit einem Portfolio auseinanderzusetzen. Ich habe ja auch seinen Ablauf angepasst von einem Workshop-Setting, das ich auch mit Gabi Reinmann einmal durchgeführt habe in einem Dissertanten-Kolleg. Ja, ich stoppe hier jetzt einmal ganz kurz meine Präsentation und erlaube mir Ihnen jetzt einmal mein Portfolio, also aus der Praxis, ein Beispiel zu zeigen. Es handelt sich hier um mein Lehrportfolio aus dem Sommersemester 2019. Es ist so, wir haben die Pädagogische Hochschule Wien quasi verleiht die Lehrenden an die Universität Wien, um das vielleicht so auszudrücken. Also wir dürfen dort im Rahmen der Lehrerinnenausbildung Lehrveranstaltungen abhalten. Bei mir war das ein Proseminar zum Thema Lehren, Lernen. Es ging um kompetenzorientiertes Lernen mit E-Portfolios. Sie sehen hier zunächst einmal die Startseite. Also das ist sozusagen das begleitende Portfolio für die Studierenden, wo sie sehen von Beginn an, was alles quasi am Programm steht in diesen 10 Einheiten. Ich habe Informationen gegeben, Ziele, Inhalte, Prüfungsstoff, Semesterplan, auch die Bewertungskriterien, Literatur und so weiter. Wichtig war dann für mich, dass ich das quasi, wie ich Ihnen das erläutert habe, aufgeschlüsselt habe, was ist ein Portfolio, was ist ein elektronisches Portfolio. Begriffsbestimmung war wichtig und für mich war es dann auch ganz wichtig, dass ich einmal gesehen habe, wie die Studierenden, sage ich jetzt einmal, technologisch unterwegs sind, welche Tools sie nutzen, wie sie mit ihren, sage ich mal, Devices, unterschiedlichen Devices umgehen. Es wurde heute schon kurz angesprochen, dass man quasi nicht davon ausgehen kann, dass die digitale Kompetenz bei allen gleich ist. Ich habe dann so etwas erstellen lassen von Ihnen wie eine Art digitale Werkstatt, wo man sieht, welche Tools, welche Devices nutze ich, wofür, was passiert wo. Das war für mich zur Orientierung ganz wichtig, damit ich auch einordnen kann, was kann ich von den Studierenden verlangen. Dann ist es darum gegangen, das Portfolio oder die Software, also Mahara in dem Fall, einzuführen. Also es gab von mir dann eine ganz genaue Anleitung, wie das zu passieren hat. Dazu gab es auch Tutorials von mir und so weiter und so fort. Dann ist es darum gegangen, grundsätzlich sich auch einmal mit dem Thema E-Portfolio auseinanderzusetzen. Ich habe dann relativ viel auch mit Video gearbeitet. Die Studierenden haben Videos erstellt, haben diese Videos eingebunden in ihre Portfolios, um quasi von dieser wegzukommen, beziehungsweise um auch alle Features von Mahara nutzen zu können, ist heute schon angesprochen worden,
habe mit Padlet gearbeitet. Ich habe dann die Studierenden quasi oder mit ihnen diskutiert, welche unterschiedlichen Elemente hat ein Portfolio, wie können sie Portfolioarbeit vorbereiten. Es ging ja Zielsetzung in dem Pro-Seminar, war es, ihr Unterrichtsfach, sei das jetzt Mathematik oder Bewegung und Sport, quasi zu überlegen, wie kann ich das für ein oder wie kann ich da ein Portfolio, ein elektronisches Portfolio implementieren? Was ist möglich, was ist nicht möglich? Dann ging es um die Planung von Portfolioarbeit. Ich bin da so vorgegangen, dass sie eine Concept Map erstellen mussten und von dieser Concept Map ausgehend quasi unterschiedliche Schritte definieren, wie sie ihre Portfolioarbeit umsetzen wollen. Und so weiter und so fort. Also dieses Lehrportfolio ist öffentlich. Sie können das dann sicher auch im Nachzug der Veranstaltung noch genauer anschauen. Worauf ich Sie jetzt schon hinweisen möchte, was für mich auch, was für mich auch wichtig war, quasi, dass Portfolioarbeit nur funktionieren kann, wenn die Aufgabenstellung dementsprechend ist. Jetzt habe ich das leider ein bisschen verloren, aber es ist egal. Sie können sich das nochmal anschauen. Wie müssen sozusagen kompetenzorientierte Aufgaben für Portfolioarbeit aussehen, damit ich daran dann wirklich auch etwas in Bezug auf die Kompetenzen ablesen kann? Und ein Punkt, den ich angesprochen habe, bevor es überhaupt zur Bewertung des Portfolios kommt, war dieses sogenannte Peer Conferencing, ja, also das Konzept, das ich mir überlegt oder auch abgeschaut habe von diesen Writers Workshops der Pattern Community, wo die Studierenden die Aufgabe hatten, in kleinen Gruppen sich entsprechende Aspekte der Portfolios oder Abschnitte der Portfolios ihrer Kollegen und Kolleginnen anzuschauen und Rückmeldung zu geben. Dann gab es wieder die Schleife, dass die Portfolios verbessert haben und letztendlich wurden sie freigegeben und ich habe sie dann beurteilt. Ich habe den Studierenden hier quasi auch eine Anleitung gegeben, nach welchen Kriterien sie unter Umständen ihre Portfolios oder Feedback geben können. Diese Kriterien waren für mich dann auch ausschlaggebend, neben dem, was ich vorhin gesagt habe von Gerd Breuer. Ich habe mir dann die Portfolios auch anhand dieser Kriterien hier angesehen und beurteilt. So, ich darf jetzt einmal meinen theoretischen Input stoppen. E-Portfolio kann relativ viel sein. Und man kann auch fast alle Methoden und natürlich auch alle Arbeitsprodukte in das E-Portfolio integrieren. Insofern war auch unsere Aufgabe, daraus ein White Paper zu machen, keine leichte. Dazu kommt noch, dass eigentlich die Werkzeuge, die man verwenden kann, um E-Portfolios zu erstellen, nahezu unübersehbar groß sind irgendwie. Also einerseits irgendwie so kann man eben mit wirklich Werkzeugen, mit denen man E-Portfolios typischerweise erstellt, wie Mahara oder früher üblicher als heute Pebblepad arbeiten. Andererseits gibt es immer mehr Lernmanagementsysteme. Wir werden ja da ein Beispiel sehen wie Elias, wo man Portfolios erstellen kann, die wirklich auch der Standarddefinition von Horn und Brehäuserhaus entsprechen. Und es gibt dann unter Sonstiges sieht man, dass die Tools, die technisch sehr angenehm niederschwellig wären, die aber zum Teil ihre Shortcomings haben, man muss es leider schon so sagen, was Datensicherheit betrifft, das ist Padlet, wäre da ein Beispiel, das sonst wirklich wunderbar ist. Also auch für Gruppenportfolios, also auch da könnten Sie wunderbar Workshop-Ergebnisse präsentieren und ähnliches. Oder die dann doch nicht so gut zu handhaben sind. Ich habe mich schon mal versucht mit MS SharePoint und mir wurde dann davon abgeraten, weil mir gesagt wurde, es wäre dann doch nicht so leicht für Studierende, damit umzugehen, beziehungsweise auch die erforderlichen Berechtigungen zu bekommen. Das
kann natürlich auch von einer Hochschule abhängen oder ähnlichem. Wir werden noch ein paar Beispiele sehen von unterschiedlichen Werkzeugen. Falls Sie wirklich ein bisschen mehr über Werkzeuge wissen wollen, wäre es am besten, dies auch zum Beispiel dem Chat kundzutun. Und wir könnten dann vielleicht mit den Kollegen, die uns hier eingeladen haben, diskutieren, ob man dazu vielleicht einen eigenen Workshop mal machen kann. Bevor ich noch auf die ereignisgesteuerte Prozesskette komme, nehme ich noch eine Frage von der Claudia Albrecht aus dem Chat auf. Und zwar, wir haben im White Paper klarerweise auch eine Definition gegeben, was ein E-Portfolio ist, und haben dafür die Standarddefinition von Horn und Brehauser genommen, genau die, die am Anfang vorgestellt wurde. Also, dass auch der Eigentümer des E-Portfolios oder die Eigentümerin, also die Person, die das erstellt hat, sehr viele Rechte hat. Wir haben aber im Kontrast dazu auch noch die Prüfungsordnung von der Technischen Hochschule Köln erwähnt, die wahrscheinlich für die Prüfungs- oder Rahmenprüfungsordnungen vieler deutscher Hochschulen steht, wo nicht die gleiche Definition zugrunde liegt. Also es gibt bei E-Portfolios, also mehr oder weniger von den Definitionen her oder von den Spezifikationen her, drei Zugänge. Der eine ist der idealtypische über diese Standarddefinition von Horn und Brehauser. Der lässt sich leider in der Praxis nicht immer umsetzen. Das andere ist so quasi der rechtliche Rahmen durch die Prüfungsordnung. Und oft ist das dann das dritte, dass ich ein Werkzeug auswählen muss, mit dem das erstellt wird. Also das kann ich natürlich prinzipiell auch den Lehrenden freistellen. Aber es muss dann immer noch zur Rahmenprüfungsordnung passen und wird möglicherweise also etwas wie eine Standarddefinition knapp verfehlen. Also das heißt, also da muss man dann schon sagen, also da muss man einfach sehen, dass man den Weg zwischen diesen unterschiedlichen Zugängen findet. Und man muss zum Teil also pragmatisch handeln und sagen, okay, und ein schönes E-Portfolio erstellen, aber das wird nicht allen Rechten der Eigentümerschaft wirklich gerecht. Sie haben ja bereits über den Herrn Bauer einen sehr komplexen Zugang und Sie sehen hier wirklich nur Auszüge aus unserem White Paper und ich würde Sie sehr einladen, mit diesem dieses White Paper sich genauer anzusehen. Die Komplexität mit E-Portfolios zu arbeiten, weil das ist nicht nur das Werkzeug und das ist nicht nur eigentlich die Erstellung und die Bewertung, sondern da gibt es auch eine ganze Menge an Rahmenbedingungen. Die hat eine Kollegin von uns beigetragen, die Sophie Dommann. Und dankenswerterweise haben wir die Elena Brinkmann hier bei uns im Webinar und die hat dann die Komplexität dieser ereignisgesteuerten Prozesskette zur Seminarplanung mit E-Portfolios, bei der also nicht nur das Seminar geplant wird, sondern durchaus auch auf die Bewertung eingegangen wird, sehr stark reduziert in dieser Abbildung, die Sie jetzt sehen. Ich darf aber die Elena gleich zu Wort bitten. Sie wird noch anhand auch einer zweiten Folie uns kurz erläutern, wie diese ereignisgesteuerte Prozesskette von Frau Dommann aussieht. Und dann da darf ich Sie bitten zu sprechen. Ja, vielen Dank, Andrea. Genau, also die Frau Dohmann hat mit zwei anderen Autorinnen ein sehr schönes Modell entwickelt. Das ist so eine Art Entscheidungsbaum, also Entscheidungsmodell, mit dem man eigentlich relativ gut seine eigene Seminarplanung, oder die Portfolioarbeit gut strukturiert irgendwie umsetzen kann. Und sie hat halt irgendwie mehrere Stufen auch beschrieben. Also zum einen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man natürlich mit den Rahmenbedingungen sich beschäftigt. Das kann irgendwie auch auf technischer Ebene sehr, sehr wichtig sein, dass man irgendwie weiß, genau welches System steht überhaupt irgendwie zur Verfügung. Dann hat man quasi im zweiten Schritt, geht es natürlich auch darum, dass man, wenn man ein Seminar plant, die Lernziele im Blick hat
und davon irgendwie ableitend. Also das Ganze ist halt schon didaktisch irgendwie eingebettet, dieses Modell. Geht es natürlich darum, anhand der Lernmethoden, die man festgelegt hat, sich entscheidet oder anhand des Modells entscheiden kann, wie man halt irgendwie weiter vorgeht. Das ist jetzt irgendwie ein Ausschnitt aus dem Entscheidungsbaum. Genau, also ich habe quasi den Block genommen, wo es halt um die Lernmethoden irgendwie geht. Und da fand ich halt irgendwie sehr wichtig, weil da werden halt diese verschiedenen Portfoliotypen, die es gibt, also das Lernportfolio, das Reflexionsportfolio oder eher das Präsentationsfolio, so kontrastiert. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass in dem Modell quasi geschaut wird, genau, also in welche Richtung, also was ist quasi meine didaktische Methode, also möchte ich quasi eher individuell daran arbeiten, in einer Gruppe irgendwie arbeiten, oder soll das Ergebnis, was dort produziert wird, eventuell auch irgendwie öffentlich dargestellt werden. Und man kann dann in Abhängigkeit davon, in welche Richtung oder welche Methode man gewählt hat, werden halt in diesem Modell verschiedene Portfolio- oder Portfolio-Elemente, sprich auch Tools irgendwie angeboten. Also Frau Dohmann et al., also sagen zwar, dass die Tools können sozusagen, also die können halt beliebig irgendwie eingesetzt werden, und das ist jetzt quasi nicht zwingend notwendig, dass man halt diese Tools dann bestimmten Sozialformen irgendwie zuordnet. Ich finde das aber sehr, sehr schön, dass man da also eine Empfehlung mehr oder weniger auf den Weg bekommt. Ich kann das anhand eines Beispiels nochmal irgendwie darlegen. Also wenn man zum Beispiel mit einer Gruppe arbeitet, wird halt eher ein Reflexionsportfolio empfohlen. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, was wir vorhin ja auch besprochen haben, dass man mit Peer-Feedback arbeitet. Insofern würde man dann halt die Komponente der Kommentare wählen oder würde ein Forum einsetzen und hätte dann noch die Möglichkeiten, mit einer Ansicht und einer Sammlung zu arbeiten. Ansicht und Sammlung, das sind halt Begrifflichkeiten, die eher aus der Mehara-Welt irgendwie kommen. Also eine Ansicht bedeutet, also das kann irgendwie eine Seite sein, auf der unterschiedliche Medien dargestellt werden. Also das kann, also in Ilia-Sprache wäre das quasi eine Seite, auf der man Texte und Bilder und auch Videos hinterlegen kann. Eine Sammlung wiederum bedeutet, dass man quasi mehrere Ansichten zu einer Sammlung irgendwie zusammenfügt. Also wenn man verschiedene Portfolios oder verschiedene Seiten erstellt hat, kann man die irgendwie zusammenstellen. Genau, Sie müssten jetzt mein Word-Dokument sehen, und Sie sehen, dass sozusagen am Anfang die Planung des Seminars irgendwie steht, und man kann sich dann durch die Rahmenbedingungen, würde man als erstes bearbeiten, würde dann zu den Lernzielen und den Lernmethoden, die ich gerade vorgestellt habe, übergehen, würde dann sozusagen im nächsten Schritt sich an der Aufgabenstellung heranwagen, also da nochmal ganz dezidiert überlegen, welche Aufgaben innerhalb dieser Portfolioarbeit zu erstellen werden. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Wichtig, dass man bei der Portfolioarbeit, das wird eigentlich immer wieder empfohlen, dass man das auch sehr, sehr eng begleitet, also nicht nur technisch, sondern auch didaktisch und organisatorisch sehr eng begleitet und beispielsweise auch über das Semester verteilt Aufgaben konzipiert, um diesen Prozess der Portfolioarbeit auch optimalerweise zu begleiten, weil ein großes Hindernis ist natürlich, dass Studierende, wenn sie eine Aufgabe bekommen und ihnen gesagt wird, sie müssen jetzt am Ende des Semesters ein Portfolio abgeben, dass viele Studierende erst am Ende des Semesters damit beginnen, ihre Portfolioseiten zu füllen. Und die Idee ist ja bei dem Portfolio, dass man das ja formativ oder auch begleitend macht. Und man möchte ja auch als Lehrender was über den Prozess wissen. Genau. Und dann, was ich auch sehr schön an dem Modell finde, ist, dass man quasi auch die Möglichkeit hat, verschiedene Prüfungsmethoden sich zu überlegen. Die kann man auch sehr, sehr individuell festlegen. Wobei, das ist auch das Gute an dem Portfolio. Das Portfolio kann eigentlich an alle Prüfungsformate, die es gibt, irgendwie anschließen. Also man kann quasi das immer zusätzlich machen. Das bedeutet, man kann eine schriftliche oder eine mündliche Prüfung oder eine kombinierte Prüfung anbieten. Und das Besondere bei der Portfolioprüfung ist, dass man halt einmal eine vorgeschaltete Portfoliophase hat, die mit einer Prüfungsphase oder mit einem Prüfungsmodul dann irgendwie abschließt.
Ja, also E-Portfolios bringen natürlich mit sich, und auch das haben wir für das White Paper auf Basis von recht reichlich vorhandener Literatur diskutiert und zusammengefasst, bringen natürlich Chancen und Herausforderungen im Bereich der Didaktik. Und die Chancen sind natürlich einfach, es ist nachhaltiger, steht der Lern- und Entwicklungsprozess im Vordergrund, man erwirbt einfach andere Kompetenzen und in einer anderen Qualität und Tiefe. Allerdings muss das Ganze auch entsprechend angeleitet werden, beziehungsweise moderiert werden von den Lehrenden. Also ich meine, also eine Chance wäre eine Individualität der Bewertungskriterien, aber dort, wo wir individuell sind, heißt das natürlich auch irgendwie also eine sehr ausführliche Vorbereitung und Instruktion von Seiten der Lehrenden, damit eben also die Kriterien erstellt werden, vielleicht sogar verhandelt werden mit den E-Portfolio-Erstellerinnen, und andererseits dann die Kommunikation, die Transparenz, also dort, wo etwas individuell ist und trotzdem möglichst für alle gültig sein muss, also ist man einfach in einer sehr schwierigen Situation. Das heißt also auch, die Chancen sind zum Teil Herausforderungen. Andererseits also die Förderung von selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernen brauchen wir, haben wir immer schon gebraucht, aber brauchen wir, würde ich sagen, also mehr denn je. Leider ist es auch bei der Technik so, dass sich herausgestellt hat, die Herausforderungen überwiegen. Das heißt irgendwie, also man hat einerseits, also wenn man komplexere E-Portfolio-Tools verwendet und nur die sind wirklich schön und erfüllend, wenn sie zum Beispiel einen Studiengang begleiten, hat man einfach einen recht hohen Aufwand. Auch die Studierenden haben einen hohen Aufwand, und vom Aufwand der Lehrenden möchte ich gar nicht gern sprechen, weil sonst sagt eh jeder gleich irgendwie, also das können wir mit gutem Gewissen nicht empfehlen. Also es steht dann dagegen eigentlich nur ein Punkt, aber dieser Punkt ist wieder irgendwie also so wichtig, also auch vom Technischen her, diese multimedialen Gestaltungsmöglichkeiten, letztlich aber auch Portabilität und so weiter. Also im Prinzip, auch wenn die Herausforderungen groß sind, im Prinzip irgendwie so also erarbeitet man sich mit einem E-Portfolio etwas, was wirklich dem lebensbegleitenden Lernen entspricht. Ich kürze das jetzt alles sehr stark ab, also natürlich auch im Bereich Technik, im Bereich Recht und Organisation gibt es Pro- und Kontra-Argumente, die jeweils bedacht und genauer ausgeführt werden müssen, wenn man an der Frage des E-Portfolios arbeitet. Und vielleicht nochmal beim Recht irgendwie die Frage mit der Rahmenprüfungsordnung aufgegriffen. Wenn die irgendwo sehr restriktiv ist, also es gibt an einigen deutschen Universitäten Rahmenprüfungsordnungen, und die von der Technischen Hochschule Köln betont zum Beispiel, also dass ein reflexives Element in E-Portfolios enthalten sein muss. Also wenn das andere Hochschulen nicht haben, würde es sich vielleicht auch hier lohnen, mit anderen Rahmenprüfungsordnungen zu vergleichen. Und es gibt schon Beispiele, und auf diesen Beispielen könnten Sie etwas anpassen. Ja, wir haben auch Good Practice Beispiele in den E-Portfolios. Und damit kann ich schon wieder an Elena Brinkmann und Björn Karaske übergeben. Wir werden heute das E-Portfolio zum Düsseldorfer Curriculum Medizin vorstellen. Es gibt dann noch ein anderes Good Practice Beispiel zu E-Portfolios im Applied Science Lab, im Master Soziale Dienste, das hat die Frau Domann erarbeitet. Auch das können Sie dann im White Paper nachlesen, und via eTeaching.org finden Sie auch weitere Beispiele. Ja, ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben über die Projektschritte und vielleicht auch die Hintergrundgedanken, die wir uns gemacht haben bei unserem Projekt E-Portfolio Düsseldorfer Curriculum Medizin. Ja, wir sind, wie ich eben schon erwähnt habe, mit dem Projekt an den Start gegangen, Mitte 2018 in der medizinischen Fakultät, die ja doch sehr groß ist, sind am Anfang hingegangen und haben erst mal geschaut,
wen müssen wir mit ins Boot holen, wie gestalten wir das Ganze, um auch nicht am Bedarf vorbei zu organisieren, sage ich mal, und haben dann halt im Endeffekt mit allen Lehrkoordinatoren, mit Studierenden über die Fachschaft und auch allen anderen Interessierten eine Arbeitsgemeinschaft gebildet, um erstmal zu schauen, was gibt es vielleicht auch schon am Standort für Vorerfahrungen mit Portfolios. Da mussten wir leider feststellen, dass das weniger als eine Handvoll Kollegen waren, die schon mal mit einem Portfolio gearbeitet hatten zu diesem Zeitpunkt, sodass wir uns erstmal entschieden haben, tatsächlich ein Anforderungsprofil zu starten, haben also wirklich Umfragen, Abfragen gemacht bei Studierenden, bei Lehrenden, wie soll denn das aussehen, haben gemeinsam halt auch entschieden, welches Tool dafür am besten zum Tragen kommt, haben uns dann letztlich gemeinsam, bald schon am Standort genutzt, für Elias entschieden. Und genau, haben dann im Endeffekt in einem kleinen Kernteam die Umsetzung des Ganzen gestartet, wo ich Ihnen nochmal so einen Gesamtüberblick geben möchte, wie wir uns das so gedacht haben. Also insgesamt, das heißt ja auch Curriculum Medizin, möchten wir halt, dass die Studierenden halt im E-Portfolio alle Lernartefakte, die sie im Lauf von verschiedenen Veranstaltungen beziehungsweise halt während des gesamten Studiums sammeln, dort einbinden und ja, letztlich auch zum einen auch als Präsentation, um die eigenen Kompetenzen auszuweisen, aber auch als großes Reflexionsinstrument. Grundgedanke, wie Sie in meinem weiteren Vortrag bemerken werden, wird es auch sein, eigentlich in Richtung Entwicklungsportfolio vielleicht auch zu gehen. Da stehen wir allerdings jetzt noch nicht. Also es werden halt die Arbeitsergebnisse aus den unterschiedlichen Einheiten verbunden. Wir hatten uns das anfänglich so gewünscht, dass wir halt ein großes Portfolio haben mit unterschiedlichen Reitern, Unterseiten pro Fachbereich. Hat sich allerdings für uns nicht ganz so pragmatisch erwiesen aus verschiedenen Gründen, weswegen wir jetzt wirklich hingegangen sind und wie Frau Brinkmann das eben schon erwähnt hat, verschiedene kleine Portfolios zu erstellen und die dann durch ein Corporate Design miteinander zu verbinden und durch übergeordnete Reflexionsprozesse in einen Guss zu gießen letztlich. Und es soll halt im Endeffekt ein Gesamtkonstrukt sein, wo die Arbeitsergebnisse verbunden mit Anmerkungen von Tutoren, Lehrenden, Peers, also Kommilitonen, und eigene Reflexionen halt letztlich für Studierende an einem Ort gesammelt sind, womit wir halt im Endeffekt halt auch die Entwicklungsprozesse, die Metakognition fördern wollen. Wir arbeiten in einem interdisziplinären, interprofessionellen Team. Es war uns ganz wichtig, damit das Bild auch rund ist. Und natürlich zum Thema Qualitätssicherung möchten wir die Studierenden auch beteiligen. Es gibt halt Raum für Reflexion. Wir binden die Lehrenden wie die Studierenden aber auch in Feedbackprozesse ein. Und möchten halt von diesem ausschließlich fremdbestimmten, testorientierten Leistungsfeststellungsthema auch einfach hin zu einer stärker selbstbestimmten und kompetenzorientierten Geschichte kommen, sodass halt die Leistungsbeurteilung, die wir letztlich mit dem Portfolio erreichen wollen, so eine Kombination aus Fremd- und Selbstevaluation bietet. Genau, also durch das E-Portfolio schaffen wir ja auch eine neue Lernkultur, die gekennzeichnet ist durch eine stärkere Autonomie bei unseren Studierenden, weg halt von diesem Wissenstransfermodell, wie ich gesagt habe, zu einer Wissenskonstruktion und Kompetenzentwicklung. Und da möchten wir unsere Studierenden halt mit Handlungskompetenzen ausstatten, die sie zukünftig im Arbeits- und in der Lebensumwelt halt einfach weiterentwickeln können. Und Sie sehen, das Düsseldorfer Curriculum ist generell auf kompetenzorientiert angelegt. Das heißt, wir haben ein Absolventenprofil analog unseres Leitbildes, das halt die Anforderungen, die die Gesellschaft, die Patienten, die Kollegen an Ärzte generell stellen, jetzt im Medizinkontext ausgerichtet, dass es daran ausgerichtet ist und dass die Studierenden am Ende dieses Medizinstudiums halt tatsächlich die Ansprüche dieses Absolventenprofils möglichst erfüllen. Und diese verschiedenen 8 Düsseldorfer Kompetenzen, wie wir das nennen, definieren wir halt, wir können noch dabei bleiben, als aktive Integration von Wissen, Fertigkeiten, Haltungen, die halt in sinnhafter Verbindung stehen und miteinander eingesetzt werden. Und alle unsere Lehrveranstaltungen sind halt auf diese 8 Kompetenzbereiche ausgerichtet. Und im Verlauf des Studiums erlernen die Studierenden halt
ja ihre Wissen, Fertigkeiten und so weiter in diesen 8 Kompetenzbereichen in verschiedenen stark ausgeprägten Weisen dann halt auszubilden. Und hier soll das E-Portfolio halt letztlich helfen bei der Sichtung, Darstellung, dem Überblick halt einfach über diesen Kompetenzzuwachs in den 8 unterschiedlichen Kompetenzbereichen. Und das soll dann letztlich halt auch dazu führen, dass Studierende vielleicht auch eigene Wissenslücken und Stärken halt letztlich selber entdecken können und mit Konzepten, wo ich Ihnen gleich noch ein bisschen genauer erzählen werde, auch ausbauen können. Genau, mit dem Portfolio haben wir schon verschiedene Lehrbereiche integriert. Sie sehen die grün hinterlegten Bereiche. Das sind die, mit denen wir gestartet haben, meistens mit reflektiven Aufgaben, Reflexionsberichten, Übersichten zu einzelnen Lehrformaten. Das Peer-Feedback ist bei uns an der Klinik etwas Besonderes. Das ist nochmal ein eigenes eine eigene Veranstaltung, wo Studierende sich selbst einschätzen und auch nochmal Rückmeldungen von ihren Kommilitonen in verschiedenen Kursen, Unterrichtseinheiten bekommen. Das haben wir auch in das Portfolio integriert und sind dann auch noch fleißig mit den orange unterlegten Fachbereichen unterwegs, das gerade umzusetzen, die auch ins Portfolio einzubinden. Aber natürlich haben wir dann noch eine ganze Menge Kollegen, die auch eventuell interessiert sind, das zu machen und sich erstmal anschauen, wie haben denn die anderen das gemacht und wie sind denn da die Erfahrungen und wo können wir denn davon profitieren, um da auch vielleicht leicht einzusteigen. Unser Konzept basiert auf einem sogenannten Empowerment, das heißt also die Projekteinheit, unter anderem die Frau Brinkmann und ich, versuchen auf inhaltlicher und technischer Ebene die arbeitenden Kollegen, Lehrkoordinatoren in dem Fall, einzubinden in das Portfolio, die quasi denen zu einem Start zu verhelfen und unterstützend tätig zu sein, aber dass sie dann im Endeffekt selber mit ihren Themen laufen können, weswegen wir auch dazu übergegangen sind, das Portfolio, die einzelnen Portfolios in die unterschiedlichen Kurse der Lehrkoordinatoren der einzelnen Fachbereiche einzuordnen. Geplant ist, dass wir, das hatte ich eben schon angedeutet, ein übergeordnetes Reflexionskonzept nochmal drüber stellen. Das ist gerade aber noch im Ausbau, wo wir einzelne Unterrichtseinheiten und Inhalte davon miteinander kombinieren und die Studierenden nochmal dazu anregen, ihren Fortschritt zu reflektieren und Zusammenhänge zu sehen. Das Ganze soll mit diesem Kompetenzmodul in Elias hinterlegt werden, durch das Lernfortschrittsmodul halt auch sichtbar gemacht werden und mit Belohnungssystemen, ich denke da gerade so an Zertifikate oder Badges, halt auch für die Studierenden annehmlicher gestaltet werden, dass das halt auch ein bisschen sichtbarer wird. Und langfristig möchten wir natürlich liebend gerne da ein Mentorenkonzept draufsetzen, dass wir halt auch gerade über Peers halt hingehen, dass Studierende aus höheren Semestern jüngere Studierende halt anleiten, ihre eigenen Wissensstände im Portfolio, die dort abgebildet werden, halt zu sichten und das regelmäßig auch zusammen anzugehen. Genau. Wie das Ganze aussieht, ich denke, da sind Sie ganz gespannt, wird Ihnen jetzt die Frau Brinkmann ein bisschen näher bringen. Mit einem praktischen Beispiel und ein paar Einblicken zu unseren aktuellen Arbeiten. Genau, ja. Vielen Dank, Bianca. Genau, weil ich wollte noch mal was zu dem Beispiel beziehungsweise auch was zu der technischen und mediedaktischen Umsetzung erzählen. Also das Ziel war für uns, also das wichtigste Ziel war, dass das Portfolio, also die Portfolioarbeit relativ einfach zu handhaben ist, weil wir selber auch die Erfahrung gemacht haben und auch aus der Literatur wissen, dass das halt ein großes Hemmnis ist. Wenn halt mediendidaktische Kompetenzen fehlen, ist es halt sehr, sehr schwierig, also gute Ergebnisse zu erzielen. Also deswegen haben wir da auch sehr, sehr großen Wert gelegt, dass es relativ einfach konzipiert ist. Darüber hinaus war uns irgendwie auch sehr wichtig und das wollen wir halt eigentlich auch begleitend irgendwie anbieten, dass wir quasi durch Schulung und Support unterstützen wollen. Also wir wollen sowohl für die Lehrenden wie auch für die Lernenden Unterstützung irgendwie bieten, damit quasi das Technische geregelt ist.
und also alle Beteiligten auch wissen, wie die Systeme irgendwie funktionieren. Darüber hinaus haben wir genau auch versucht, bestimmte Dinge also soweit administrativ auch umzusetzen, sodass quasi man genau, wenn Studierende halt Portfolios erstellen, dass diese quasi eingereicht werden können, damit halt auch der Lehrende, der halt ein Portfolio einreicht, auch eine Übersicht darüber hat, also wer schon was eingereicht hat. Also da haben wir in Elias das sogenannte Übungsprojekt angelegt und genutzt, das werde ich Ihnen gleich zeigen. Und darüber hinaus war uns irgendwie auch sehr, sehr wichtig, dass bei den E-Portfolios auch die Eigentümerschaft quasi gesichert ist. Das bedeutet, genau, die Studierenden müssen oder sollten, damit die Lehrenden die Portfolios auch kommentieren können, Portfolios irgendwie freigeben. Aber diese Freigabe ist quasi technisch gegeben und kann bei Bedarf auch wieder zurückgenommen werden. Genau, also wir haben quasi das Ganze in einem Elias-Kurs irgendwie implementiert, weil wir den Studierenden natürlich die Möglichkeit geben wollen, über das Portfolio zu informieren. Wir haben das auch ein bisschen irgendwie optisch irgendwie aufbereitet und genau, die Studierenden sollen dann quasi werden dann halt in diesen Kurs irgendwie eingeladen und müssen lediglich auf ein Knöpfchen irgendwie drücken. Das heißt, wir haben hier mit dem Übungsobjekt gearbeitet und darüber, wenn man jetzt quasi als Studierender in diesen Kurs irgendwie reinkommt, muss man als Studierender lediglich dort einmal draufklicken. Und genau, das habe ich jetzt aber schon einmal gemacht und man bekommt sozusagen eine Arbeitsanweisung gemacht, zur Verfügung gestellt, in der man halt die Möglichkeit hat, ein Portfolio irgendwie einzureichen. Das habe ich jetzt schon einmal gemacht und ich habe hier die Möglichkeit, gegebenenfalls auch ein anderes Portfolio einzureichen oder eins, was ich schon eingereicht habe, zu entfernen. Genau, da ich irgendwie schon eins angelegt habe, würde ich das jetzt einfach mal drin lassen. Und ich habe dann die Möglichkeit hier, wenn ich einmal draufklicke, werde ich zu meinem Portfolio irgendwie umgeleitet. Und dann sieht das erstmal so aus, dass ich hier die Informationen irgendwie bekomme, dass ich ja das irgendwie begonnen habe, also die Portfolioarbeit begonnen habe. Und dass ich, sobald ich mit meiner Portfolioarbeit fertig bin, das Portfolio abschließen und abgeben kann. Genau, und ich kann natürlich auch, wenn ich möchte, eine Kopie der Abgabe herunterladen. So, jetzt würde ich aber einmal, damit Sie sehen, wie das irgendwie ausschaut, auf die Vorschau klicken. Genau, und genau, also das ist quasi das Portfolio, was wir entwickelt haben. Wir haben jetzt, das ist also ein Beispielportfolio, also wir haben ja sehr, sehr viele unterschiedliche Kliniken, die auch sehr unterschiedliche Reflexionsaufgaben haben, die halt auch sehr, sehr unterschiedlich gestaltet sind. Wir haben aber versucht, quasi mit einer, also wir arbeiten halt mit einer Vorlage, um sowohl für die Lehrenden wie auch für die Studierenden also eine gute Grundlage haben für die Portfolioarbeit. Genau, also hier haben wir hauptsächlich viel mit Text irgendwie gearbeitet. Die Studierenden haben aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, natürlich andere Medien einzusetzen, was ich gleich zeigen werde. Genau, also wir haben hier zum Beispiel, das hatte Frau Raski vorhin auch erzählt, die Möglichkeit, verschiedene Seiten anzulegen. Also wir haben hier so ein kleines Beispiel, das wir für eine Studie vorbereitet haben, die wir demnächst durchführen. Und da haben wir zwei Reflexionsaufgaben vorbereitet. Und man kann dann quasi zwei verschiedene Seiten in dem Portfolio anlegen und bearbeiten. Ich scroll mal jetzt ein bisschen runter, damit Sie irgendwie sehen. Also wir haben hier verschiedene Fragestellungen irgendwie formuliert und die Studierenden haben dann die Möglichkeit, in diesen Textfeldern ihre Fragen zu hinterlegen. Also das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist halt eher die Präsentationsansicht. Also das ist nicht die Ansicht, in der die Inhalte bearbeitet werden. Ich scroll das einmal runter, damit Sie irgendwie sehen, genau wie das aussieht. Genau, also wir haben hier zum Beispiel, gehen wir auch auf unsere Kompetenzen ein, auf die 8 Kompetenzen, die in Düsseldorf an der medizinischen Fakultät definiert wurden. Und die Studierenden haben hier die Möglichkeit, zunächst einmal sich Informationen einzuholen, was hinter diesen verschiedenen Kompetenzen steht. Genau, so. Und genau, wenn ich das Ganze bearbeiten möchte, dann gehe ich auf Portfolio bearbeite und habe die Möglichkeit, eine bestimmte Seite irgendwie zu bearbeiten
und habe quasi hier überall so Pluszeichen, auf die ich irgendwie klicken kann, um Inhalte einzugeben. Und ich klicke da einmal drauf, damit Sie das irgendwie sehen, wie das sozusagen funktioniert. Also ich habe halt die Möglichkeiten, sehr viele verschiedene multimediale Inhalte auch zu hinterlegen. Also ich kann irgendwie Texte einfügen, Bilder, Audio, Videos. Das hängt natürlich von der Fragestellung ab, die man als Lehrender oder als Klinik irgendwie definiert. Also die letztendlich die Ausgestaltung, die didaktische Einbettung, die didaktische Ausgestaltung liegt natürlich bei den Kliniken, die das irgendwie ganz so umsetzen. Wir haben halt diese Vorlage erstellt, die natürlich sehr, sehr streng oder die, wie gesagt, reduziert ist oder auch sehr viel halt diese Formularfelder zur Verfügung stellt. So, wenn ich das hier irgendwie bearbeite, ich kann halt an allen Stellen des Portfolios Inhalte irgendwie einfügen, kann ich mir eine Vorschau irgendwie anschauen. Genau. Und habe dann darüber hinaus die Möglichkeit, dieses Portfolio auch freizugeben. Ich kann das für andere Mitstudierende freigeben, wie auch für Lehrende freigeben. Und das Tolle ist, weshalb wir uns halt für diese Lösung entschieden haben, dass quasi einzelne Aufgaben, die im Portfolio bearbeitet wurden, zusätzlich auch kommentiert werden können. Also ich kann sozusagen jede Aufgabe oder jedes Blatt, was ich erstellt habe, mit einem Kommentar versehen. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch einmal die Ansicht der Lehrenden irgendwie zeigen. Das heißt, wenn ich als Lehrender dann in meine Übung reingehe, dann habe ich halt die Möglichkeit, sozusagen das, was die Studierenden eingereicht haben, auch irgendwie einzusehen. Also man hat hier den Bereich der Abgaben und Noten. Das habe ich jetzt irgendwie selber natürlich als Einzige irgendwie bearbeitet in diesem Beispiel. Und hier habe ich halt irgendwie die Möglichkeit, also wenn ich hier 20, 30 Studierende habe, die das bearbeitet haben, dann werden die Studierenden hier aufgelistet. Und ich kann mir hier quasi, kann hier eine Bewertung geben. Also ich kann sozusagen benennen, ob das Portfolio jetzt bestanden wurde oder nicht bestanden wurde und kann darüber hinaus auch in diesem Objekt habe ich die Möglichkeit, verschiedene Rückmeldungen an die Studierende inwieweit zu geben. Genau. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Instrument, was man auch ganz gut verwenden kann, um das Ganze zu administrieren. Genau. Das sind eigentlich, also wie gesagt, wir haben es eigentlich relativ einfach gehalten, um da auch eine gute Unterstützung zu bieten und den Studierenden und den Lehrenden die Möglichkeit zu geben, das relativ einfach mit dir zu bearbeiten. Es gibt natürlich noch eine Menge weiterer Portfolio-Tools, das wurde angesprochen. Der Herr Bauer und ich haben für Sie ein paar Beispiele zusammengestellt, wobei der Herr Bauer E-Portfolios seiner Studierenden ausgewählt hat, die auch nur zeitbegrenzt freigeschaltet sind. Und ich dann noch ein E-Portfolio-Beispiel aus WordPress, das öffentlich zugänglich ist, beigesteuert habe, auch um zu zeigen, was mit WordPress gemacht werden kann. WordPress als Tool hat den Nachteil, dass sehr wenig Privatsphäre-Einstellungen vorhanden sind. Das heißt, man geht sehr schnell öffentlich. Bei Wix, das wäre das letzte Beispiel, das hier Reflection heißt, ist es verhältnismäßig besser. Das kann man Passwort schützen und muss man nicht gleich teilen. Da kann man dann das Passwortgeschützte auch abgeben, zum Beispiel nur der Lehrenden oder nur Peers. Es ist aber nicht sehr leicht in Erfahrung zu bringen, wo Wix, ein Webseiten-Erstellungsprogramm, also ein CMS, wo Wix die Daten speichert.